Hallo Leute, ja, wir sind hier in Simutrans, wollen Lauf anschließen, was hier oben liegt. Da, aber was mir aufgefallen ist, wir haben hier unten eine Zahl 531.000, die da rapide schnell runtergeht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in den Miesen kommen, ne? Schauen wir mal das Logo und dann gucken wir uns das mal gleich an. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir die Zugverbindung auf jeden Fall noch gerade machen. Da, da und das ist jetzt nicht so praktikabel, ne? Aber ich glaube, wir fahren hier hinten raus. Da. Ah, hat gut geklappt, ne? Ah, wo brauche ich ab hier? Nochmal das Ganze und jetzt noch hier rechts. Und jetzt dahin. So. So, und dann kommen wir da unten. Wie am besten hin? Wahrscheinlich hier rüber, ne? Wie kriegen wir jetzt eine Brücke dahin? Das war wieder so eine schwierige Geschichte, ne? Hochbahnbrücke, Backsteinbrücke. Okay, geht ja doch einfacher wie gedacht. So, passt. Bahnhof in Lauf. Da einmal angeschlossen, fertig. So, und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den Zug da noch hinkriegen, ne? Der jetzt gerade hier rumfährt. Na, lass den mal da, wir gehen hier rüber, ne? Fahrplan. Blankenburg, Isenhagen. Das heißt, ich muss glaube hier. Ne, warte mal. Doch hinzufügen? Ne, einfügen. Gucken wir mal gerade, ob das so ist. Lauf. Dann müssen wir noch mal hier Isenhagen einführen. Und dann passt das. Dann fährt er richtig. Erledigt. So, jetzt gehen wir auf die Wirtschaftsseite. Gucken wir hier, was die Marge so monatlich macht. Ja, nie auf Null gekommen, ne? Oh Mann, wie geht das denn? 3.200 ist gerade richtig viel, ne? Wo liegt da unser Problem? Ja, die fahren alle miese ein. Wer fährt denn hier plus ein? Da müssen wir jetzt mal gerade die Linien hier gucken. Nicht da, sondern da. Liste der Fahrzeuge. Nee, warte mal, da bin ich hier falsch unterwegs. Das war noch eine andere Geschichte, oder? Doch, das ist das wohl. Bezeichnung brauche ich aber hier gewinnen. Doch, da, ich hätte doch wohl was eben Falsches. Gibt es hier Gewinn? Tatsächlich. Der macht Gewinn, das macht Gewinn. Und dann fangen die ganzen Kutschen an, die keinen Gewinn machen. Und hier sind dann noch Züge, die miese machen. Wo fährt der jetzt rum? Hm.
schon ganz viele. Oh, jetzt kommt er gerade ins Plus. Was sagt denn das Datum? 17. Oktober. Sollen wir noch mal gucken. Okay, der macht Plus. Das Schiff macht Plus. Und der Zug ist jetzt knapp im Plus. Die Kutschen sind ja alle miese. Dieses Schifflein macht auch miese. Da sind auch Schiffe, die miese machen. Das hätte nicht so sein sollen. Ich müsste noch einen Zug eigentlich haben, oder? Vertue ich mich gerade. Dann macht er so richtig miese. Dann kann man hier sehen, ne? So, da sind die Züge. 1000 Misus, 2000 Misus, minus 2, 4, 3,5, 8000 Miese. Wieso fährt dieser Zug 8000 Miese ein? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier steht natürlich keiner. Wir sind denn jetzt gerade drin. Drei Passagiere, das ist nicht viel. Und der fährt jetzt gerade die Strecke. Hier ist ein Sinsheim Straßfurt. Ich glaube, den müssen wir mal runternehmen, ne? Ausmustern, sonst. Oh, der war sowieso leer. Okay, auch noch krass. Oh, hier steht noch einer. Wer steht denn hier am Bahnhof? Drei Passagiere nur, das ist zu wenig. Ah, da kannst du jetzt hier noch eine Kutsche machen fürs Sinsheim. Da kommt er gerade an. Stehen denn hier welche? Ja, drei Passagiere. Wir standen da. Oh, 124 für Lüdinghausen. Über Lüdinghausen war. Wo ist denn Lüdinghausen? Da oben? Nee. Ist der Zug jetzt voll, dass da Lüdinghausen da. Hier ist doch wieder auch was falsch. Kann doch nicht sein, dass hier so viele. Ah. Hier stehen 124 Passagiere für Lüdinghausen Rathaus und da fährt keiner hin. Mit dem Zug mit. Da ist die Kutsche drauf. Nicht, dass die das Problem ist. Ausmustern. Das wäre natürlich jetzt krass, wenn die nicht umgestiegen sind, ne? Wo ist jetzt der Zug? Der wartet da oben, ne? Ja. Das wäre jetzt der Hammer, wenn das deswegen nicht funktioniert. Man fährt da. Funkstadt Lüdinghausen. Ja, da liegt unser Problem vielleicht auch noch, aber das, den können wir sofort ausmustern. Und er hier fährt Funkstadt Halle. Da sind jetzt sechs. Und wenn er gleich angekommen ist, kann er genauso ausgemustert werden. Vielleicht ist das unser Problem, dass die nicht mit dem Zug fahren. Ich weiß es nicht. Okay, irgendwo muss hier noch eine Ausweiche hin. Das funktioniert so nicht. Ich würde mal hier noch eine hinsetzen wollen. So. Signale. Passt. Okay. Wieso fährt er zurück? Habe ich dem das gesagt? Ich glaube nicht, oder? Ach, der fährt nur von Straßfurt nach Sinsheim? Nein, oder? Habe ich da irgendwas geändert? Ich glaube schon, ne? Aber wieso ist er hier hingefahren? Ach, da. Warte mal. Und die Sehenswürdigkeit nimmt er auch noch mit. Okay. Da fahren natürlich dann nicht so viele mit, ne? Aber warte mal, der hätte die da mitnehmen müssen, ne? Sinsheim-Burg. Da ist ja wohl auch nicht mehr da der richtige Weg. Fahrplan.
Der muss nicht Rathaus hinzufügen, haben wir. Der muss hier irgendwo anhalten dann. Da, da, dort. Und dann hinzufügen haben wir. Den hier, da hinzufügen. Und wenn er beim Rathaus ist, dann soll der umdrehen und wieder zurückfahren, oder? Dann nehmen wir den raus. So, der hat jetzt nichts mehr für Rathaus. So, das ist jetzt die richtige Strecke. Der müsste sich jetzt bei dem geändert haben. Fahrplan ist. Ja, passt. Nichts mehr da lang fahren, sondern hier lang fahren. Da stehen auch 7 Passagiere. Hier steht jetzt zurzeit keiner. Okay. Er fährt jetzt hier gerade vorbei. Straßburg-Sinsheim ist übersehen. Ja, okay, das ist 1, 2 und die Sehenswürdigkeiten alle. Hat aber niemand da drin. Hier sind jetzt 9 Passagiere. Er fährt zu Burg, das passt dann schon. Wie viel hat er denn jetzt hier drin? 6 Passagiere. Die haben den Umsteiger hier noch nicht mitgekriegt. Kann das sein? Und er hier unten? Ja, der muss ja dann auch gleich irgendwann weg sein. Ne? So, wie ist die Strecke? Ah, der hat noch die lange Strecke, ne? Ja, fährt bis nach da. Und hier muss noch ein Zug sein, der dann, ja, da ist er. Der ist aber voll. Aber fährt trotzdem miese ein. Von wo bis wo fährt er denn? Rostlau bis nach Halle. Mach grad zu. Halle war hier. Weiß ich jetzt nicht. Wo ist Rad? Da stehen wir gerade 4 Passagiere. Hier, warum sind hier so viele? Weil die meisten hier weiterfahren wollen. Stehen da welche? 21. Wie viele sind hier für billig drin? Willigburg ist. Keine Ahnung, wo Willigburg ist. Hier unten, ne? Ja, also schon erledigt. 17, da kriegen wir nicht alle mit. Schon umgeladen? Sieht so aus. Okay, jetzt fährt er nach Röslau. Rathaus. Und da stehen noch 141 Passagiere nach Gießen. Wo ist denn Gießen? Da oben, wow. Aber Gießen ist hier nicht angeschlossen. Das wird schwierig. Rein theoretisch müssen wir Sinsheim mit Wablingen anschließen, ne? Oder hier einen Umschlagbahnhof rausmachen und dann fährt er darüber. Oder hier lang. Das ist zu weit. Halle. Da wurde noch umgestiegen. Naja, da fährt der eine und der andere hin. Können ja das dritte Gleis hier rausmachen dann. Oder direkt hier oben nach Gießen anschließen. Hier fährt noch so eine Kutsche durch hier gegen, die fährt Gießen Roßlau an. Puh. Da sind jetzt 38 drin. Hier
Hier stehen noch 139. Alles, die 139 wollen alle nach Gießen. Bedeutet eigentlich zweites Gleis hier durchziehen und dann dahin. Das wird wieder teuer und wir haben nur noch 379. Schwierig. Hier sind auch zwei Häuser dazu gekommen. Müsste man ausbauen, damit das mehr hier wird, ne? Oh. Das 1, 2, 1, 2. Das sind auch noch zwei Bushaltestellen, die du bauen musst. Hier ist nichts. Oh, hier ist auch noch eins neben. Okay, aber ich glaube, wir müssen das erst cutten und machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.